Passiert, pass doch auf! Der Rotfuchs. Irgendwie hat er was. Pfeffer ist da etwa. Dankeschön. Hey Jungs, was muss gleich da sein? Was? Mann, heute ist ja das Zeitungsgeld fällig. Ach du lieber Himmel. Gestern Abend hatte ich das Geld noch. Mensch, ich brauche den letzten Zehner für heute Abend, wo es so heiß ist. Dann kommt die Prämie, Pilaski. Hey, Maski, kannst du nicht auslegen für uns? Ja. Nee, nee, mein Geld reicht nur für meine Zeitung. Wisst ihr was? Wir zahlen alle nicht. Wir gehen ins Wasser. Oh, aber ja, das können wir nicht machen. Glaubt ihr, sie zahlt aus ihrer eigenen Tasche. Post? Was ist denn hier los? Oh, los Jungs, kommt raus, ich brauche das Zeitungsgeld. Eva, wir bitten um Aufschub. Du Pilaski, von dir krieg ich noch eine Mark vom letzten Monat. Wir können jetzt nicht an Land, wir sind splitternackt. Habt euch nicht so. Kommt zu uns, Eva. Hier, ja, habt ihr was zum Anziehen. Hey. Musste sowieso mal wieder gewaschen werden. Meine letzten Zigaretten werden nass. Ist doch nur ein Spaß, sie kriegen doch ihr Geld. Oh, du hast gut reden, du, ich hab doch kaum noch was. Eben, alle für uns Stunden. Pilaski, ich habe eine Postanweisung für dich, da kannst du für alle Mann auslegen. Ja! So, und ich renne dann hinter jedem Einzelnen her. Ja, macht Spaß, mein Lieber. Tag, Papa. Tag. Was ist denn? Oh, nix, nix. Ah, ja. Liebchen, wann kommst du denn? Heute gibt es Plötzen zum Mittag. Ich muss noch mal ins Dorf. Dann beeil dich aber. Ach, Mariken, ich haben sie wieder vergessen. Eva, ja? Haben Sie nicht die Straßenbaubrigade gesehen? Nee, auf dem ganzen Weg nicht. Verdammt, dann müssen die wieder woanders eingesetzt worden sein. Wann wird endlich die Poststelle in Zaren wieder besetzt? Ich habe mich ja beschwert, Herr Nikodemus, schriftlich und mündlich, aber ohne Erfolg bis jetzt. Ja, keine Leute, keine Leute. So, dann schreibe ich Herrn Postminister. Ah, schreiben Sie ruhig, was Leute habe ich auch keine. Ich schreibe? Wo ist meine Nachname? Der mit den Sondermarken, du? Ah, Herr Nikodemus. Erstaunlich. Denken Sie, als ich noch jünger war, ja, kann ich mir vorstellen, bei Ihrem Aussehen? Ich hab nicht. Eva, kommst du heute nach Feierabend mal vorbei und Karnickel schlachten? Also Mann, an deiner Stelle würde ich's mal lernen. Kommst du, ja? Ja. Mutti, Mutti, warte mal! Sag Mutti, hab heute in Rechtschreibung eine Eins. In Rechtschreibung? Na prima. Ich helf dir ein bisschen Zeitung austragen. Ja, aber pass auf, dass du die Zeitung nicht verwechselst, hörst du? Bin doch nicht doof. Eva, hast du was für dich? Nein, ich habe heute nichts für dich. Ich warte schon die ganze Woche. Ach, das hat doch nichts zu bedeuten. Ach, tu doch nicht so harmlos. Überall gibt's doch Frauen, die nur drauf warten, dass ihnen Mann auf den Leim geht. Du etwa nicht? Du bist ja krank vor Eifersucht. Du weißt doch, wie die Männer auf Montage leben.
In Baracken oder im Wohnwagen, da gibt's nicht mal ein ruhiges Plätzchen zum Schreiben. Außerdem macht dein Mann doch Lehrgänge mit, oder? Na siehste. Arbeitet sicher und zuverlässig, wenn die Anweisung richtig befolgt wird. Och, ist das alles kompliziert. Gut, dass du da bist, Evchen, du. Ich will Zeitungsgeld kassieren. Och, ist die neu? Na, heute haben sie geliefert. Vater wollte sie haben. Ich hab Angst vor dem Computer. Computer? Du brauchst bloß den Knopf zu drücken, soll ich? Nee, nee, lass mal. Kann doch nicht passieren. Ach. Nachher fliegt uns das ganze Ding um die Ohren. Teuer war sie auch. In dem Fall musst du selber drücken, sonst traust du dich nie. Ja, auf deine Verantwortung. Oh, oh, ist das schön, du. Na endlich, wo bleibst du denn? Oh. Komm, Fettfahrt. Achtung, fertig. Los! Avanti, avanti, caramba! Kick doch mal! Hier oben sollst du Futter machen. Da unten ist das Gras besser. Tag. Soll ich helfen? Sie machen mir bloß die Sense kaputt. Wollen Sie an Bord kommen? Ich zeige Ihnen den Kasten. Oder haben Sie Angst? Angst? Vor wem denn? Gehen Sie ruhig ins Steuerhaus. Wo ist denn der Anlasser? Hier. Darf ich mal? Bitte. Na, was ist denn? Fahren wir mal eine Runde? Und wenn Schleuse ist, sind wir nicht da. Ach, ihr seid erst beim zweiten Mal dran. Oder haben Sie Angst? Vor wem denn? Die Behälter los! Den Behälter? Du willst doch nicht. Doch! John, du hast einen Vogel. Na, wer ist hier der Captain? Halt! Halt! Und was ist das? Signalhorn. Und jetzt das Steuerbord drehen. Schneller! Du gehst ja ganz schön ran. Um eine Frau rumzukriegen, braucht der einen Dampfer. Halt einen Schnabel, davon verstehst du noch nicht. Komm du mir, Mann, nach Hause! Da ist Pfeffer hinter. Ja, Pfeffer. Und ihr macht dann auch mit? Was ist denn los? Du hast mir noch nicht mal was Nettes gesagt. Ich denke, es ist alles klar zwischen uns. Du hast so einen Blick. Sag doch irgendwas. Ich sag doch die ganze Zeit was. Mach doch nicht so ein Theater. Ich stehe im Leistungslohn. Die nächste Schleuse ist meine. Es geht nicht um mich, aber die Kollegen, versteh doch. Du, mit dir werde ich fertig. Au! Der Teufel soll dich holen! Ach, da bist du ja. Oh, wie siehst du denn aus? Guck dich mal an, wie du erst mal aussiehst. Hm? Mutti, ich möchte mal mit so einem Schuhboot fahren. Ja, ich werde mal mit dem Schiffer reden. Grüßt euren Captain.
Da ist wirklich Pfeffer hinter. Dazu braucht der einen Dampfer. Ach so. Schmeckt wieder mal. Komm, ich gieß dir Waschwasser ein. Das kann er schon allein. Nicht wahr, mein Junge? Verstehe schon. Dicker Luft. Heinz! So, und nun zu dir. Das hier ist ein anständiges Haus. Anständig ist nicht, wenn jeder zu jedem ins Bette kriecht. Albert! Oh, sie kann's vertragen, es weiß Gott keine Jungfer mehr. Moral ist, wenn ein Mädchen mit einem Mann geht. Meinetwegen auch ins Bette. Nur irgendwann muss geheiratet werden. Bloß du gehst zu schnell mit den Männern ins Bette. Vor allen Dingen mit jedem. Geh nicht mit jedem ins Bette. Ostern vor 3 Jahren der Telefonmonteur. Ostern vor 2 Jahren der Kellner aus Gransee. Ostern voriges Jahr der Traktorist vom Burgwall. Immer Ostern. Ostern ist ja jetzt vorbei. Ja, Triebe hat der Mensch nun mal, aber man muss sie unterdrücken können. Dafür ist man ja Mensch, ne? Ich war in meinem besten Alter 4 Jahre lang Soldat. Aber du solltest lieber was Vernünftiges werden, Mädchen. Hast das Zeug dazu. Und die Möglichkeit. Ich wäre längst nicht mehr an der Schleuse, hätte ich den Durchschuss nicht. Oder willst du ewig Briefträger bleiben? Mit den paar Mäusen? Muss auch Briefträger geben. Du nochmal so ein Osterfest, dann kannst du dir eine Bleibe suchen. Wirst dich umgucken mit deinem Briefträgerlohn. Wenn der erst von den anderen Festtagen wüsste. Eva, ich bin's, John, mach auf! Eva, ich weiß, dass du da bist! Eva, bitte mach auf. Was willst du? Ich weck meinen Vater, du. Eva. Ich gehe nicht mit jedem ins Bett. Sondern mit wem? Da muss mich einer schon lieben. Bist eine dumme Gans. Ich bin doch deinetwegen extra aus der Stadt hierher gekommen. Wenn du mich nicht liebst, hau ab. Also gut, ich sag ja. Nein. Sagen, dass du mich liebst. Na, was ist denn nun? Was hast du denn davon, wenn ich dir das sage? Ich könnte dir doch sonst was erzählen. Warum bist du gekommen, wenn du mich nicht liebst? Wenn du es unbedingt wissen willst, sowieso alles egal. Weil du rote Haare hast, weil da Pfeffer hinter sein soll. Weil du so einen Ruf hast, ich wollte wissen, was dran ist. Ah, wolltest vor den anderen mit mir angeben, was? Kann sein. Leb wohl. Renn doch nicht gleich weg. Du bist wenigstens ehrlich. Ich mag dich, John. Schon lange. Ich höre dich schon, wenn du noch hinten an der Pionierbrücke bist mit deinem Kran. Wirklich?
Ich hau jetzt besser ab, was? Komm rein. Du bist eine komische Frau. Du hast einen klasse Pengel, ja? Ja. Ich küsse dich jetzt, hm? Ja. Wollen wir nicht lieber rausgehen? Über die Leiter. Warum? Setzen Sie sich, Kollegin. Colleen Hauke. Sie sind doch ein politisch denkender Mensch, oder? Ja. Das heißt, nein, oder... Na, vielleicht doch. Ich war in der Jugendgruppe Kassierer und Vertrauensmann in der Gewerkschaft. Die Großen zusammen. Ja. Lernen wir nicht mehr mal Zaren. Ja, ich verstehe. Ein Bürger aus Zaren schreibt an das Ministerium für Post- und Fernmeldewesen, also eine Eingabe. Der Nikodemus? Jawohl, der Nikodemus. Schreibt nach Berlin, der Brief wird bearbeitet, geht nach Neustrelitz, wird bearbeitet, geht nach Gransee, wird bearbeitet, flattert auf meinen Schreibtisch. Was sagt man in Berlin? Neustrelitz, Gransee? Die Leute in Zedernick sind unfähig. Das ist der große Zusammenhang. Und Sie, liebe Kollegin Colleen Hauke, haben den Mann darin bestärkt, ans Ministerium zu schreiben, statt an unser Amt. Nun, sehen Sie mal zu, wie Sie da wieder rauskommen. Ich werde dem Nikodemus ordentlich die Meinung sagen. Das werden Sie nicht. Sie werden ab Ultimo jeden Tag in Zaren eine Stunde die Poststelle aufmachen. Ich? Wann denn? Ich schaffe die Arbeit jetzt schon kaum. Soll ich vielleicht nach Berlin berichten, dass wir unfähig sind, die Poststelle in Zaren aufrechtzuerhalten? Nur aushilfsweise. Abgemacht? Monatlich 30 Mark Zulage. Das hätten Sie gleich sagen sollen. Entschuldigen Sie bitte, aber ich kann mich nicht entschließen. Na, aber der ist doch farblich recht interessant. Ja. Du, komm mal rein. Oh, ein Bekannter aus meinem Dorf. Moment. Gut, dass du kommst, Eva. Er kann nicht kommen, ich soll den Wagen alleine kaufen. Ach Gott, nee. Na den, mit dem bist du König. Aber der ist doch so teuer. Einen Gebrauchten könnte ich billiger haben. Einen gebrauchten Kinderwagen. So ein Kind ist ein Ereignis. Und im gebrauchten Kinderwagen. Aber der ist zu teuer. Na, der ist auch praktisch. Den nehmen wir. Komm. Ja, wahrscheinlich nehme ich den. Wollen Sie auch einen Kinderwagen kaufen? Nein, Campingrad. Tut mir leid, meine Damen. Nicht vor Ablauf eines Jahres. Na prima, dann habe ich das Geld zusammen. Mutti, Mutti! Gehst du weg? Wo? Zum Arzt? Heute am Sonnabend? Wozu hast du nicht so aufgedonnert? Kann sich deine Mutter nicht mal hübsch machen? Was hast du denn da? Plötze. Oh, schon wieder Plötzen? John! John! Ich dachte schon, du kommst nicht. Na klar, siehst doch. Du weißt doch jetzt, wie eine Rothaarige ist. Ehrlich, jetzt weiß ich es weniger als vorher. Dann frag mich doch. Was? Na, wie ich bin. Eva Colleen Hauke, ein rothaariges Mädchen. Mhm. Rothaarig stimmt. Echt. Aber Eva Colleen Hauke heiße ich nicht. Wie denn? Weiß nicht. Du spinnst. Ist wahr. Ich spinne überhaupt nicht. Als ich ein paar Wochen alt war, trieb ich im Angelkran die Harfe runter. Wahrscheinlich hat mich meine Mutter ausgesetzt. Ehrlich? Ach, das ist eine Schweinerei, ein Kind so einfach auszusetzen. Na, wer weiß. Der Krieg ging gerade zu Ende. Vielleicht waren sie am Verhungern. Oder meine Mutter ist aus dem Kran gefallen. Jedenfalls hat mich Gertrud, meine jetzige Mutter, bei der Schleuse aus dem Wehr gezogen. Uns wäre der Kran gekentert und ich wäre ersoffen. Ertrunken. Entschuldige, ich muss mal. Herr Riefchen. Tag, Frau Ritter. Ich will gerade mal zum Friedhof rüber, die Garanien gießen.
Du sag mal, Mädchen, an die Zwiebeln denkst du ja, doch. Ja, es gab noch keine im Dorf. Aha. Na dann, tschüss, Elfchen. Erzähl mir was von der Liebe. Da gibt's nichts zu erzählen. Komm, wir gehen weiter. Wie wohnst du bei deinen Eltern? In Junggesellenhaus. Na, komm ich dich mal besuchen. Also muss sich doch jemand um deine Wäsche kümmern. Besuche sind da nicht gestattet und um die Wäsche kümmert sich jemand. Bist du im festen Händen? Keine Antwort ist auch eine Antwort. Da kommt Pilarski. Na, dann will ich mal jetzt verschwinden. Nein, bleib! Hey, Schiffer, na so eine Überraschung. Du bist doch sonntags immer in Berlin. Berlin ist auf die Dauer langweilig. Ach, langweilig, sieh mal an. Na komm, gehen wir an Schnasseln in die Linde. Ich muss noch arbeiten. Scheiße. Die anderen Jungs sind zu ihrer Frau nach Hause. Und Marski ist und sagt, trinkt nicht. Lies bloß. Mach's gut, wirst schon jemand finden. Ja, mach's gut. Wiedersehen. Wiedersehen. Lass doch mal. Ich hab dir was verheimlicht. Ich kann halt nicht lügen, verdammt. Was ist denn da? Nur sah weg. Ich hätte es dir schon früher sagen sollen. Nein! Nein! Nein, ich will es nicht hören! Ich habe eine Verlobte. Ich war auch schon mal verlobt mit Pilarski. Aber das war alles nicht. Der war wie so ein großer Junge. Und überhaupt, Verlobungen sind Quatsch. Na, du nimmst auf die leichte Schulter. Du hast bestimmt schon genügend Männer gehabt. Sieh mich mal an. Ich bin für ein Kloster nicht geeignet, das ist schon wahr. Bei meinem ersten habe ich den Heinz. Ich habe ihn seit der Gerichtsverhandlung nicht mehr gesehen. Ich konnte nicht begreifen, wie ein Mensch so lügen kann. Tja, und dann war ich mit dem Kellner verlobt. Er war 20 Jahre älter als ich, dem konnte ich überhaupt nicht recht machen. Da habe ich ihm Laufpass gegeben, ich dachte, das hast du nicht nötig. Sicher, ich habe noch mehr Bekanntschaften gehabt. Aber das war alles nichts, alle bloß einen großen Mund und nichts dahinter. Ich möchte mal einen kennen, der so ist. Na wie? So wie du. Du kennst mich nicht richtig. Bleibst du denn, Eva? Guten Tag. Ist schon 15 Uhr durch. Wart schon 5 Minuten. Ja, müssen wir wieder mal eine Eingabe machen, was? Gratuliere zur Wiedereröffnung der Poststelle. Es hilft eben doch, wenn man an Minister schreibt, ja? Ja, aber ich muss die Arbeit machen. So. Sie sind ein Prachtkerl, Eva. Übrigens, ich habe Ihnen einen Kasten Lose vom Roten Kreuz mitgebracht. Die verkaufen Sie doch so mit. Ja, Sie haben so eine gewisse Art. Ja, die ja. Verkaufen Sie doch im Handumdrehen, ne? Dann kriege ich 10 Mark von Ihnen, Bürgermeister. 10 Mark? Wofür denn? 20 Lose A 50. Aber so war es nicht gemeint. Hier. Nichts. Nichts. Eine Mark. Ja. Was, eine Mark? Nichts. 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 10 Mark. Oh. Nichts. Ach, das andere sind Mieten. Ja, da habe ich ja wenigstens eine Mark gut gemacht. Ja, da können Sie noch mal 22 nehmen. Machen Sie sich selber auf. Herr Marski? Der Herr war vor mir dran. Den Blumensatz, aber alle Werte. Und diese Blume, meine Dame, für Sie. Danke, Herr Nikodemus. Marken gibt's noch nicht erst morgen. Aber wie wär's mit ein paar Losen? So, nein, dann komme ich morgen wieder. Das sind ja alles Nieten. Nochmal für 10 Mark? Nee, um Gottes Willen. Aber 42 Lose in ein paar Sekunden, das ist eine Leistung. Ja. Wiedersehen. Aber es klappt nicht bei jedem Bürgermeister. Herr Marski? Ja, ich komme da in einer Angelegenheit, die... Telegramm? Rätselzeitung? Sie sollen ja so schlau sein. Ach, Quatsch. Tag? Ja, ich glaube, das ist hier doch nicht der richtige Ort. Ich komme lieber ein andermal wieder. 10 Lose, Herr Marski. Wenn Sie meinen, eigentlich wollte ich ja was anderes. Das wird du, Mädchen, kannst du mir mal 100 Mark wechseln?
Ich möchte mal mit dir ausgehen, John. In Zedenik oder Grandsee. Oder bist du geizig? Nein, das nicht. Aber die Gaststätten sind miserabel. Hier ist Natur. Ein Stern. Ein Gänseblümchen. Nein. Du musst es auch sagen. Wie ein Stern. Wie ein Stern. Und was soll das? Wenn zwei hintereinander sagen, wie ein Stern, geht ein Wunder in Erfüllung. Hm. Und was ist das für ein Wunder? Man darf es nicht aussprechen, sonst wird's nicht. Wohin führst du mich? Da. Den seht nur wenige außer mir. Erst ganz tief. Wenn du dich hier überbeugst, dann siehst du was. Ich sehe nichts. Da unten steht ein Haus, völlig eingerichtet. Sogar Tassen und Töpfe sind drin. Ich sehe nur Lohnschienen. John? Das war eine Kiesgrube. Liebst du mich? Das Wasser ist wunderbar. Warum kommst du nicht? Dreh dich um. Schön so zu liegen. Hm. Im Sommer, da hat es mich immer am meisten gewurmt. Alle anderen sind baden gegangen und ich war allein. Manchmal hätte ich mir am liebsten den ersten Besten genommen und einfach geheiratet. Wie spät mag es denn sein? Ich meine das nur theoretisch. Die meisten heiraten ohne Überlegung. Dann haben sie Frau und Kinder und kein Hemd auf dem Hintern. Trotzdem. Die Ehe ist kein Schleppzug. Der Mann vorab, hinten die Anhänger. Frau und Kinder, es muss so sein. Zwei Schlepper nebeneinander und zum Paket gebunden. Und dann die Anhänger. Aber nicht zu viele. Kurzum, zwischen Mann und Frau muss Gleichberechtigung sein. Ja. So habe ich mir das immer gewünscht. Mit dir kann man darüber reden. Und sagen wir, der Mann bringt das Geld nach Hause und die Frau... Die Frau nur ein paar Pimperlinge. Sie will aber genauso bestimmen, was gekauft wird und was nicht. Sie sagt, es gehört ihr nach Recht und Gesetz alles zu gleichen Teilen. Na, wo ist da Gerechtigkeit? Darum. Die Frau muss mitziehen. Es muss eine Art Wettbewerb sein. Ich will nicht nur aufs Geld raus, auch hier, hier oben muss alles zusammengehen. Sagen wir, der Mann ist Ingenieur und die Frau kommt von der Hilfsschule. Na, denk doch selbst mal nach. Na? Ich bin in der Schule mal sitzen geblieben. Wirklich? Ja. Prima, wie du das sagst. Die meisten hätten es verheimlicht. Ihr seid entdeckt, Bleichgesichter! Ergebt euch, oder ihr seid die Opfer meiner schnellen Giftpfeile. Sag mal, was streust du hier rum? Mach lieber deine Schularbeit. Großer Häuptling, du siehst uns ohne Waffen. Hört mal, ihr braucht da nicht immer durch die Heide zu latschen. Wir stellen einfach eine Leiter an die Giebelwand und John kommt uns jeden Tag besuchen. Wetten? Opa mag nicht? Du solltest dich schämen. Den Großvater will er betrügen. Lass mal, Eva, der Heinz ist mein Freund. Und wenn du Ferien hast, dann fährst du mal mit meinem Dampfer mit, hm? Au, ja! Pff,
vergiss nicht, Winnetou. Indianer halten den Mund. Auch am Marterpfahl. Ob Indianer auch Auto fahren können? Och, das sind überhaupt die besten Autofahrer. Auch Fahrrad? Ganz bestimmt. Ich muss ganz anders werden. Wieso, Mutti? Ich muss mehr Geld verdienen, verstehen Sie? Ich muss! Kulinaukin, was ist denn in Sie gefahren? Sie haben da erst 30 Mark Zulage bekommen. Sagen Sie nicht immer Kulinauke zu mir, der Name ist blöd genug. Also, Kollegin Eva, in Ihrer Planstelle ist nicht mehr Dann geben Sie mir eine andere Planstelle. Haben Sie das geschrieben? Ja. Gib, schreibt man nicht mit IE. Na und, aber ich will höher hinaus. Gut. Da müssten Sie aber noch allerlei dazulernen. Ja. Zunächst die Rechtschreibung. Wir könnten zweimal die Woche üben. Oder haben Sie jemand anderen, der Ihnen helfen kann? Ich gehe zur Lehrerin von meinem Sohn. Na gut, später machen Sie dann einen Fremdsprachenkursus. Aber das Wichtigste, Sie müssen jemand besorgen, der Ihre Arbeit übernimmt. Ich? Wieso ich? Ich sag den ganzen Satz noch einmal. Dass das Fass am Fuße des Passes steht, wissen alle. Nur Esther weiß es Wer? Nicht. Esther weiß es nicht. Weiß es nicht. Hm? Na, da wollen wir mal sehen. Damals hast du die gleichen Fehler gemacht. Ja. Und hier. Schleuse, die Ziegel, die Schweine, die Kanickel. Ich hab das nicht geschafft. Und ich werde es nie schaffen. Ich werde mein Leben lang eine lausige Briefträgerin bleiben. Lausige Briefträgerin? Du bist eine gute Briefträgerin. Die Karin Schulz, die leitet jetzt ein Lebensmittelgeschäft. Aber ehrlich gesagt, ich mag da nicht einkaufen. Der Laden wirkt auf mich irgendwie unsauber. Das, ja. Ist das nicht wunderbar, was der Heinz manchmal für Ideen hat? Sieht aus wie eine Maus. Gesund bist du. Kerngesund. Die Spritzen erledigen Sie bitte. Jawohl, Herr Doktor. Setz dich. Ach, ich stehe lieber. Setz dich. Wie geht es deinem Freund? Du hast doch einen, oder? Freund? Woher wissen Sie? Na, will er dich heiraten? Heiraten? Siehst du, da liegt der Hase im Pfeffer. Du weißt natürlich, dass du ein Kind erwartest. Mann! Ich dachte schon, ich habe mich geirrt. Und was sagt er dazu? Was soll er sagen? Keine Ahnung. Ich fürchte, er wird nicht gerade begeistert sein. Sie kennen ihn doch überhaupt nicht. Wie kommen Sie darauf? Nicht nur du bist über alles orientiert. Auch hierher dringt jeder Klatsch. Ich fürchte, du machst dir da etwas vor. Es ist doch dieser Schiffer. Doktor, ich gehe nicht mit jedem ins Bett. Der Mann, von dem ich das Kind kriege, ist ein anständiger Mensch. Ein Charakter. Eva. Denk doch mal an den Vater deines ersten Kindes. Hast du denn aus dieser Enttäuschung nichts gelernt? Oh, was hat ihm die Schwester noch alles über mich zugetragen? Dass ich gut dazu bin, ihre Post zu besorgen und ihr Rezept in der Apotheke abzugeben? Dass ich keine große Leuchte bei einer Schule? Oder dass ich nicht so weißen Kittel anhabe wie Sie? Oder dass ich keinen Mann halten kann? Schreien Sie nicht so, der Doktor ist nicht schwerhörig. Ich wollte dir nicht zu nahe treten. Ich wollte dir nur sagen, dass du darüber entscheiden musst, ob du das Kind haben willst oder nicht. Ja! Na, alleine mit zwei Kindern, das ist nicht einfach. Der Doktor meint es doch nur gut mit Ihnen. Mhm. Sie, Ihre Ratschläge brauche ich nicht. Was wissen Sie denn über Männer? Warten Sie das nächste Mal, bis ich Sie reinrufe. Thank you.
das schon? So, bleib! Oh, der war die ganze Woche nicht hier. Ich muss ihm was Wichtiges erzählen. Ja, hoffentlich, dass er sich zum Teufel scheren kann. Ganz im Gegenteil. Marieken! Weißt du schon das Neueste? Ich krieg ein Kind. Von John. Dem Schiffer. John! Heinz, willst du eine Schwester haben? Nee, lieber ein Bruder. John! Das ist meine Tochter. Ich muss sie sprechen. Können Sie einen Augenblick warten? Ich suche nämlich meinen Mann. Er muss ja in der Nähe sein. Sein Auto ist hier. Ich muss ihm was Wichtiges sagen. Ich kriege nämlich ein Kind und das muss man ja wissen. Entschuldigen Sie bitte, ich bin ein bisschen durcheinander. Aber ich freue mich drauf, verstehen Sie? Hallo, wo wollen Sie denn hin? Hören Sie, Frau Kulinauke, sicher ist das ein unpassender Moment, aber das Auto gehört mir. Das lügen Sie. Das Auto gehört mir und John. Das lügen Sie. Der John gehört mir, wir sind beide miteinander verlobt. Das lügen Sie. Sicher tut es Ihnen sehr weh, aber seien Sie doch vernünftig, bitte. Vernünftig? Ich kratze Ihnen die Augen aus, wenn Sie nochmal lügen, Sie verdammte Lügnerin. Wir sind doch beide erwachsen. Sicher haben Sie nicht gewusst, dass der John und ich seit vielen Jahren verlobt sind. Es hat mich nicht interessiert. Wir haben mit dem Heiraten gewartet, weil unser Haus noch nicht fertig war. Jetzt ist es soweit. Ich habe all meine Bekannten in der Stadt aufgegeben, meine Arbeit. Ich beginne hier ganz von vorn. Und ich kriege das Kind. Vor 2 Jahren war ich auch in solcher Situation. Ich habe das Kind nicht bekommen, weil unsere Wohnung noch nicht fertig war. Heute muss man ein Kind nicht bekommen, wenn man es nicht will. Aber ich kriege das Kind. Sie haben kein Recht, mein Glück zu zerstören. Was für ein Recht? Ich liebe John. Begreifen Sie doch endlich, dass Sie für John nur eine oberflächliche Bekanntschaft waren. Hauen Sie ab. Hauen Sie ab, ich weiß sonst nicht, was ich tue. Ist der John ein schlechter Mensch, Marieken? Nein, das glaubst du auch nicht. Na, der Dieter. Aber jetzt hat er mich. Man wollte sie nicht kränken. Darum hat er geschwiegen. Und jetzt? Jetzt habe ich ein Kind von ihm. Jo. Bei dem rappelt's wohl. Was denn los? Der Schiffer soll kommen. John, komm noch mal. Jetzt geht's los. Hallo, Albert. Heiratest du unsere Eva oder nicht? Da müssen wir mal in Ruhe drüber reden. Nix da. Jetzt hast du Zeit. Mensch, Meister, mach doch keinen Quatsch. Quatsch? Was heißt hier Quatsch? Na, dann trag deinen Eimer übers Meer. Was ist darum, Mensch? Sag dem Heine die Meinung. Schleusenmeister bleibt der sowieso nicht. Ich zeig das an. Wenn du rauskommst, pack ihn uns deine Weibergeschichten an. Halbzeit. Notruf, ich brauche Hilfe. Was ist denn passiert? Denk gar nicht dran, die Eva zu heiraten. Ach, misch dich da nicht ein, Albert. Geschleust muss werden. Na, was geht denn dich das an? Schleusenmeister bin ich hier, ja? Komm trotzdem essen.
schon. Leider. Geh mal rauf, Heinz. Engel, halt mal fest! Mein Vater ist verrückt. Stark. Er hat Angst, dass du mich jetzt sitzen lässt, wo ich das Kind kriege. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Nur immer daran gedacht. Ich nehme dir das mit dem anderen Fräulein nicht übel. Ich hab's ja gewusst. Ein Mann kann in so eine Lage kommen. Wenn du mich liebst, ist alles gut. Ja, Rotfuchs. Ich glaube, jetzt habe ich dich wirklich lieb. Jetzt hast du es endlich gesagt. Aber ich komme aus der anderen Geschichte nicht mehr raus. Aber ich hab das Kind von dir. Sie hat 7 Jahre auf mich gewartet. Sie wollte Sprachen studieren. Ich habe gesagt, werde Tierarzt, das bringt mir ein. Jetzt ist sie fertiger Tierarzt. Sie hat alles in Berlin aufgegeben. Ich kann da nicht mehr zurück. Ich kriege das Kind. Eva. Wenn du mich noch magst, dann musst du mich gehen lassen. Wir sind doch viel zu verschieden. John, ich lerne. Ich werde Kurse besuchen und der Amtsvorsteher hat mir auch schon eine andere Stellung versprochen. Eva, lass dir das Kind wegbringen. Das Kind? Hm? Das ist doch von dir, John. Nein. Niemals. Eva, versteh mich doch. Sabine würde immer an das Kind denken. Und ich? Eva! Meinetwegen kannst du loslegen, Vater. Ich weiß, was du denkst. Hure. Treibt sich mit Kerlen rum. Schleppt mir Kinder ins Haus. Ich kann ja wegziehen von hier. Dich aus dem Wasser gezogen, da. Wenn wir deine Belger jetzt auch groß kriegen. Du, mit diesem Sauschäfer rätst du kein Wort mehr. Mit John und mir ist aus, Vater. Du kannst dich drauf verlassen. Ich habe halt immer wieder Pech. Der Heinz ist doch ein Prachtkerl. Und der Neue wird auch ein Prachtkerl. Du wirst sehen, schnell die ranwachsen. Beruf lernen, heiraten, Kinder kriegen. Und dich, Evchen, werden die Enkel, die Schwiegertöchter, die Söhne liebhaben, verwöhnen und verehren. Ja. Was ist jetzt mit mir, Vater? Ich bin noch nicht mal 30. Ah. Hast du einen Schlüssel? Ja, nee. Oh, schön. Komm, ich helfe dir. Thank you.
weinst du. Mit mir auf zu weinen. Bist du verrückt, Mutti? Glückwünsche zur Vermählung? Was sind eigentlich Glückwünsche, Mutti? Glück ist, wenn man heiratet, wenn man Kinder hat, Arbeit und ein bisschen Geld. Glück, Wünsche. Aber du dir das alles wünschst. Ich muss ganz anders werden. Hab ich schon mal gesagt, Mutti, aber meinetwegen kannst du so bleiben, wie du bist. Nun musst du dich aber ganz schnell entschließen. Sonst ist an deiner Lage nichts mehr zu ändern. Herr Doktor, Entschuldigung, ich will nur an die Hausbesucher erinnern. Es ist gleich nach 3. Ja, ja, ja. Ich habe mir das alles ganz genau überlegt. Ich will das Kind nicht. Ich will einfach ganz anders werden als bisher. Verstehen Sie, Doktor? Nun verstehe ich überhaupt nichts mehr. Was willst du denn eigentlich? Ich will einen Mann. Wer nimmt schon eine Briefträgerin mit 2 Kindern vom Absender unbekannt? Wir leben doch nicht mehr anno Tobak. Wenn Sie 2 Kinder nicht stören, dann heiraten Sie mich doch. Sehen Sie? Wer nimmt schon eine Briefträgerin mit 2 Kindern? Mein lieber Mann, ich will endlich Geld verdienen. Mitziehen! Mitziehen? Geld verdienen? Ist denn das so wichtig? Machen Sie doch mal Ihren Kittel auf. Was soll ich? Kittel aufmachen. Ja, sehen Sie? Ich habe Sie mitgezählt. 6 Anzughosen in einem Monat. Und draußen haben Sie das teuerste Auto. Und im Urlaub, da fahren Sie bestimmt wieder nach Varna. Und für mich soll's unwichtig sein, das Geld verdienen. Also gut. Schwester? Ja? Schreiben Sie eine Einweisung ins Krankenhaus Gün für Frau Kolinauke. Entschuldigen Sie bitte, Doktor. Jetzt habe ich Sie sicher verärgert. Und ich dachte, du hast den Kerl geliebt, von dem du das Kind hast. Ja. Ja, das schon. Und sag mal, wie küsst er? Na schön. Und wo wart ihr? Bei den Teichen. Und dort hat er dich dann geküsst? Ach, was du immer denkst. Wir sind querfeldein durch die Wiesen gelaufen, durch Gänseblümchen. Barfuß, weißt du, wie auf einem Teppich. Gänseblümchen. Ein Stern. Ein Gänseblümchen. Nein, du musst es auch sagen. Wie ein Stern. Wie ein Stern. Und was soll das? Wenn 2 miteinander sagen, wie ein Stern, geht ein Wunder nach hinten. So, gleich geht's los. Nun legen Sie sich wieder hin. Nein. Aber nehmen Sie sich doch zusammen, Sie merken doch kaum etwas. Ich habe keine Angst. Ich behalte das Kind. Fatima, Verrückter. Ist eben alles nicht so einfach. Ich könnte jetzt einen Schluck vertragen. Ich glaube, Otto hat einen. Darfst du den Alkohol trinken? Ja. Ich kenne das, man fühlt sich elend, schwach und verlassen. Du? Noch lange vor Albert, wegen der Schande, weißt du. Ich bin weggerannt, ich krieg das Kind. Aber Evchen, du warst doch vorher so vernünftig. Hast du nicht Gründe? Gründe. Ich hab's gefühlt. Ich will das mit dem John nicht vergessen. Und vielleicht wird's ein Junge, der ihm ähnlich ist.
Mann, der Lahn schreckt mich an. Für die paar Piepen sollst du durch die halbe DDR latschen. Was machst du im Winter bei Frost? Handschuhe anziehen. So, pass auf. Hier wohnt Knopke, der hat einen Unfall und kann nicht richtig laufen. Da steckst du die Zeitung nicht in den Kasten, sondern dort am Schlitz in der Fensterscheibe. Puh. Na, du hast die Leute ja ganz schön verwöhnt. Kriegt man hier wenigstens einen Kaffee? Dazu haben wir keine Zeit. Beeil dich, dann wird dir warm. So. Hier kommt der Sammler-Express rein. Und da im nächsten Kasten? Der Gartenfreund. Ja, die können sich zur Not ja auch austauschen. Und natürlich, wir können ja überhaupt alles um Misthaufen schmeißen und jeder sucht sich dann raus, was er braucht. Du, Lisa, wenn du deine Schlamperei hier einführen willst, dann kannst du was erleben. Eva, du kannst überhaupt nicht mitreden mit deinem Schonposten auf dem Büro. Wenn ich bis Weihnachten keine höhere Halsstufe habe, ist bei mir Sense. Na, Hilfchen, hast du wohl Hilfe gekriegt, ja. Tante Otto, das ist Lisa. Aha. Sie übernimmt jetzt mein Amt. Ist eine gute Kraft. Ich habe sie selber angeworben. Ich werde Expedientin im Zeitungsvertrieb. Büroarbeit. Was? Ja. Dann gratuliere ich auch, was? Dankeschön. Frau Doktor, unser Salon arbeitet wie der beste Salon in der Hauptstadt. Sie werden uns sicher wieder beehren. Dankeschön. Das, Frau Doktor, das lassen wir mal besser, ja? Wie Sie wünschen. Und? Schon eingelebt bei uns? Ja. Marga, das machen Sie am besten. Moment, bitte. Hier geblieben. Na kommen Sie schon, Marga, Frau Doktor hat es eilig. Die ist nicht besser als ich. Ja, das ist doch... Geben Sie meine Friseuse heraus. Lassen Sie los, das ist die rechte Hand vom Kreistierarzt. Ja, ja, ich weiß. Ja. Bitte bedienen Sie die Dame zuerst. Tun Sie bloß nicht so nobel. Ich war zuerst da, also bin ich zuerst dran. Also hier bin ich schwanger. Machen Sie mir bitte die Frisur wie die rechte Hand vom Kreistierarzt. Ah, der große Sohn ist auch schon da. Mutti, Mutti, wie siehst du denn aus? Bist vor die Treppe runtergefallen. Schick was? Ha? Na ja, ein bisschen zu kurz. Hm? Geh noch Fußball spielen. Mensch, Evchen, schick siehst aus. Letzter Schreib. Na, wie geht's ihm denn? Uns geht's gut. Sag mal, dass es uns gut geht. Vor allem, weil der Vater jeden Abend nach Hause kommt, hm? Du kennst mich ja, Eva. Ich bin bestimmt nicht ängstlich, aber es ist doch was anderes, wenn man nachts aufwacht und der Mann schnarcht neben einem. Na, du, im Frühjahr, wenn der Lütte laufen kann, da kaufen wir uns doch einen Sportwagen. Da kann doch die Eva den Wagen haben. Ja, den kriegt sie billig. Du, Evchen, ich lass mal von meiner Schwägerin ihrer Nichte die ganzen Babysachen schicken. Kannst du alle haben. Behaltet mal eure Sachen. Aber du kannst es doch gebrauchen. Das ist doch, weiß Gott, nicht allzu dicke. Ich brauche euer Mitleid nicht. Das könnt ihr euch für andere aufheben. Ich bin kein Krüppel. Ich freue mich auf das Kind. Und wollt's haben. Heinz, komm, nach Hause. Was bist du oben brass? Die Haare wachsen ja wieder. Ja, Hannes, ich komme gleich. Na, Albert, willst du die Gartenwege mit Kies beschütten? Ist gut gegen Unkraut. Nee, nee, wir bauen im Stall eine Stube aus. Ach so, verstehe. Mhm. Ja, warte, Zuwachs. Eva, mach, dass du da runterkommst vom Wagen. Also, dass du da so einfach zugucken kannst. Behalte deinen Senf für dich. Du bist doch noch viel zu grün, dich da einzumischen. Ach ja, der Kuckuck. Wo? Oh, ich mein bloß. Der Kuckuck ist ein komischer Vogel. Legt seine Eier in fremde Nester. Ihr könnt mich alle mal. Schmeckt sehr gut, Eva. Nimmst du Butter oder Schmalz? Verrate ich nicht. Ach, schön habt ihr's hier. Wenn bloß nicht mal das Fenster so offen stehen würde. Mein Kind braucht Luft. Hm. Wenn's heute Nacht wieder schneit, bleib ich morgen zu Hause. Bist du wahnsinnig? Jetzt zur Weihnachtszeit? Der Amtsvorsteher hat sowieso einen Rauchersaft, Sie, verehrte Kollegen. Ja, der muss ja auch nicht raus. Von dir? Hm. Ach, zur Weihnachtszeit bin ich am liebsten über Land gefahren. Hm? In den Hausfluren, raus nach Zimt und Anis. Und bei den meisten Leuten muss ich die Pfefferkuchen kosten. Was?
Also mir hat noch keiner was angeboten. Also das wundert mich überhaupt nicht, werte Kollegin. Also wie gesagt, ich... Lisa, eigentlich, wenn Sie nicht gleich mit Ihren Eilbriefen losmarschieren, dann geschieht ein Unglück. Ich hab doch gesagt, ich wollte gerade gehen. Im ganzen Haus zieht es, seitdem Sie hier sind. Außerdem haben wir einen Beschwerdebrief von Professor Schickelmann. Zeigen Sie mal her, was Sie da geschrieben haben. Wundere mich überhaupt nicht mehr, wenn Sie Ihren Anforderungen nicht gewachsen sind. Setzen Sie sich. Sie haben bei einer Belegschaft von nur 64 Mann nur ein lumpiges Exemplar Bauernzeitung bestellt. Jetzt haben Sie neu nachbestellt. Der Mann ist Mitglied der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften. Er sollte sich schämen, nur ein Exemplar. Sie gehen Sie an Ihre Arbeit. Jawohl. Na ja, mit dem Ausdruck hapert es ein bisschen. Ja, nicht nur damit. Sie scheinen nicht gerne allein zu sein. Stets ist das halbe Postamt in diesem Raum versammelt. Der Umsatz ist immerhin gestiegen. Nur in Ihrem Dorf bestellen alle alles ab. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Das Kind trage ich. Danke, mein Kind nehme ich schon selber. Unsere Gemeindeschwester hat einen Wagen organisiert, der fährt uns nach Hause. Vielen Dank, Schwester, für alles. Bitte, bitte und auf Wiedersehen. Der Doktor wird Ihnen noch persönlich gratulieren. Der Bürgermeister und deine Lehrerin haben sich nach dir erkundigt. Und noch einer, du wirst es nicht glauben. Wer, sag schon. Herr Marski von der Ramme. Und sonst niemand? Und das halbe Dorf. Tag, Engel. Tag, Albert. Ganz schön ausgelegt, was? Winterspeck. Tag, Martin. Tag, Albert. Ich habe damit jemand gewettet. Der sagte, gelbe Babykleidung ist für die Mädchen. Ich sage, gelbe ist für die Jungs. Was meinst du dazu? Am besten du fasst den Rotfuchs. Die kennt sich da aus. Guck mal, Mutti, der hier ist doch prima. Nein. Der gefällt mir besser. Ach, Sie wollen das Campingrad abholen? Ach, Campingrad. Kinderwagen. Sagen Sie bloß, Sie haben Campingräder. Wir hatten mehrere, aber eins ist noch da. Campingrad und Kinderwagen. Dazu reicht unser Geld nicht. Hm? Ich kaufe das Campingrad, ja? Aber Mutti, wir brauchen doch einen Kinderwagen. Hm. Ich nehme den Gebrauchten von Helga. Der Opa muss uns reparieren. Schneller, schneller! Schneller, Heinz! Du kommst! Oder willst du kein Eis? Dann komm! Was ist denn? Kannst du nicht mehr? Was machst denn du? Klappt das Fahrrad zusammen und wir fahren dann mit dem Bus nach Hause. Du bist ja ein Angeber. Du wolltest auch schneller sein als der Bus. Was ist denn? Gefällt dir das Rad nicht? Doch, doch, Mutti, aber... Aber was? Nimm! Du bist ein undankbarer Bengel. Als ich so alt war wie du, hatte ich ein Fahrrad ohne Reifen. Ich bin auf dem Felgen ins Dorf gefahren. Lass mal. Mit uns geht's aufwärts. Gut, ich lasse mit mir reden. 18 Uhr ist letzte Schleuse. Und nun
macht, dass er rauskommt. Wegen der Sonne. Da war doch auch Sonne. Hey, 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 das fault doch schon. Das habe ich über Mittag erst geholt. Stimmt, gestern. Dass ihr immer irgendwas an mir rumzumeckern habt. Junge, das wirst du nie begreifen. Der braucht doch bloß einen Grund, um an Land zu gehen. Ich will nur mal Wasser holen. Anderswo gibt's auch Wasser. Du bist Indianer. Du passt auf dein Schwesterchen auf, ne? Nee, Bruder. Wie heißt der? Jonathan, aber wir nennen ihn einfach Max. Du sag mal, du wolltest doch mal mit meinem Kamel fahren. Wie wär's? Fährst du die paar Kilometer mit dem Fahrrad zurück? Keine Zeit. Wenn nicht. Hier, kauf dir was für deinen Bruder und für dich. Das ist aber sehr großzügig. Zahle ich nicht regelmäßig meine Alimente? Alimente? Oh, doch, ja. Tag, Eva. Tag, Lisa. Na, zeig doch mal her. Mensch, ist der süß. Wie hast du mir Sicht geschnitten, ist er dir? Nein, er kommt nach seinem Vater. Findest du? Ich hab mir überlegt, ob ich mir nicht auch ein Kind anschaffe, kann ich zu Hause bleiben. Ich gehe morgen wieder arbeiten. Ach, na ja, ins Büro ist doch was anderes. Na ja. Sag mal, musst du dich nicht beeilen? Ich war um die Zeit schon immer durch. Ah, musst du mal putzen hier. Kann ich ihn mal rausnehmen? Mhm. Na, komm, mein Süßer, komm. Lisa! Ja? Wenn du Lust hast, dann kannst du den Jonathan spazieren fahren, ja? Ja. Ich trage inzwischen eine Post aus. Hm? Zisch da ab. Morgen, morgen, morgen. Guten Morgen. Morgen. Ach, die Olle Krügern. Du, ich lass mir von dir nicht mehr vorschreiben. Die Schwiegertochter fragt bestimmt wieder an, ob sie die Kinder für ein paar Tage rüberschicken kann. Also Rückantwort abwarten. Ach. Du, ich sag's nicht normal. Fritze hat Geburtstag, Oma schickt 20 Mark. Also persönlich abgeben. Das sagen Sie mal, Frau Eber. Sie können doch nicht in alle Briefe reinschauen. Gibt es schließlich so etwas wie ein Postgeheimnis? Sehr richtig. Außerdem, Geld im Kuvert ist auch unzulässig. Das habe ich auch immer gesagt. Ist eben eine alte Frau. Außerdem sollten Sie sich um Ihre Zeitungen kümmern. Ja, und im Dorf kann ruhig alles drunter und drüber gehen. Wissen Sie, die hat doch einen Piep. Ich wünschte, Sie hätten auch so einen Piep. Gänseblümchen. Ein Stern. Was? Sieht aus wie ein Stern. Ich wusste gar nicht, dass du so eine poetische Ader hast. Man redet manchmal blöden Quatsch. Da unten soll ein Haus stehen. Fertig eingerichtet, mit allem. Töpfen, Tassen, Tellern, allem Hausrat. Vielleicht sind die Bewohner gerade beim Mittagessen vom Wasser überrascht worden. Was siehst du mich so an? Los, wir gehen baden. Nein, das Wasser ist nicht gut. Denkst du, ich weiß nicht, warum du mich hierher geführt hast? Du willst dich erinnern. Und es stört dich, dass ich in dem gleichen Wasser bade wie du und diese Eva. 100 Mark Prämie habe ich bekommen. 100 Mark? Da sieht man doch, dass du anerkannt wirst. Und? Ich bin gewachsen, hat der Amtsvorsteher gesagt. Messen die euch jeden Tag? Mensch, hier oben, mein Dir. Eines Tages wirst du Amtsvorsteher, Evchen. Mutti, dann kannst du mir doch beim Aufsatz helfen. Ja, ja, ich denk dran. Nächste Mutter hier zu Hause bricht zusammen. Wenn Wäsche ist, kann ich nicht bei den Schularbeiten helfen. Und wenn ich helfe, kann ich die Sachen nicht mehr ausbessern. Ach, tja, alles kann ich auch nicht mehr machen. Und nachts? Da träume ich davon, wie schön es wäre, wenn einer an mein Fenster klopfen würde. Der Schiffer, wa? Heinz, lauf zum Großvater und frag, wie spät es ist. Hab deine Uhr. Na, geh schon.
Warum hängst du eigentlich so an diesem Schiffer-Äffchen, hm? Es ist eben so. Man hat doch seine Gründe. Ja. Ich glaube, mit ihm zusammen wäre alles besser. Da würde ich alles schaffen. Die Arbeit, die Wäsche, die Schularbeiten von Heinz, das alles. Na eben alles. Ach, bleib auf dem Teppich. Der ist auch nicht anders als andere Männer. Warum hast du ausgerechnet Albert genommen? Weil er mich wollte. Ich wusste, er arbeitet tüchtig, säuft nicht, macht keine Zicken mit anderen Frauen. So real bin ich. Findest du, wir führen eine schlechte Ehe? Oder nicht? Träum nicht von den Sternen. Vielleicht setzt du eine Heiratsannonce in die Zeitung. Du musst endlich loskommen von diesem Schiffer. Also, ich glaub, ein Schwein pfeift. Ich acker hier und ihr lauft rum wie die Friseure. Hab dich nicht so. Du trägst die Kartoffeln, ist die Verantwortung. Mensch, das ist ein Ding. Was denn? Oh. John, hör mal zu. Na, lies ihm das lieber nicht vor. Das muss er wissen. Bildet sich doch bloß was drauf ein. Na, lies schon vor. Suche 30-jährigen, kinderlieben, naturverbundenen Mann. Möglichst in der Binnenschifffahrt tätig. Womöglich noch mit Schnurrbart, was, ihr Spinner? Nein, aber es geht noch weiter. Bin 29, zwei Kinder, rothaarig. Ich hau euch zusammen, Mensch! Warum lasst ihr mich verdammt nochmal nicht endlich in Ruhe? Ich bin verheiratet, falls ihr es noch nicht wisst. Ich will sie endlich vergessen. Die Annonce steht hier. Wortwörtlich. Immer wieder fängt einer davon an. Mal steht der Kinderwagen da, mal hängen die Windeln auf der Leine, mal die Annonce. Und dann auch noch eure dreckigen Bemerkungen. Warum wollt ihr denn nicht, dass ich endlich glücklich mit Sabine lebe? Wir haben nichts gegen deine Frau. Die ist in Ordnung. Als wenn es um deine Frau geht. Du hast doch bloß das Haus, das Auto und die Möbel geheiratet. Was verstehst du davon? Ich habe mir das Rauchen abgewöhnt. Sie hat Margarinestollen gefressen. Das ist wahr. Ich habe euch bewundert. Aber vielleicht habt ihr mit dem Geld zusammen immer ein bisschen was Lebendiges bei der Sparkasse eingezahlt. Weißt du, meine Frau zum Beispiel, kann sie nicht von dem alten Steingutgeschirr trennen, was wir zur Hochzeit gekriegt haben. Dabei ist überall angeschlagen. Aber irgendwie erinnert man sich daran, wie armselig das alles angefangen hat. Und bei euch, hm? Da muss doch gleich alles vom Besten und vom Teuersten sein. Bloß die Jahre, die fehlen euch. Habt ihr mal gerackert? Höchstens mal ein Wochenende zusammen verlebt? Ach was. Vom Arbeiten haltet ihr wohl heute nichts, was? Sag mal, was hältst du von einer Frau, die so eine Annonce loslässt, ha? Na, so ist sie eben. Immer drauf los. Hat er doch mal ganz gut gefallen, ne? Sie gefallen mir schon lange. Wirklich? Mhm. Ich hätte Ihnen das niemals gesagt. Ich bin ein wenig schüchtern, aber dann habe ich Ihre Annonce gelesen. Ja, ich verdiene 600 Mark an der Ramme. Mit Überstunden und Auslösung komme ich auf 800. Dann lohnt es sich ja, an der Ramme zu arbeiten. Aber der Krach? An der Ramme muss Krach sein. Da steckt Energie dahinter. Ohne diese Energie könnten wir dem Fluss gar nicht entgegentreten. Der Fluss hat diese Landschaft hervorgebracht. Berge versetzt, Schluchten geschaffen. Ja, ich mit meiner Ramme, ich hindere den Fluss, sich weiterhin so wild zu gebärden. Ich verwehre ihm, das Erdreich zu verschleppen und zum Ärger der Schiffer anderswo anzuspülen. Ich setze ihm Spundwind aus Eisen entgegen. Nicht wahr, jetzt verstehen Sie, dass der Krach notwendig ist. Von dieser Seite hatte ich es noch gar nicht betrachtet, Herr Marski. Sie machen sich unglücklich, Herr Marski. Ich habe zwei Kinder. Mhm. Von zwei verschiedenen Vätern. Ja, ja. Und den Vater von Heinz weiß ich nicht mal, wie er heißt. Na und? Sie kennen mein Vorleben nicht. Doch, die Leute reden doch darüber. In Wirklichkeit ist es viel schlimmer. Wir sind sehr ähnlich, Eva. Sehen Sie, ohne meine Dampframme habe ich immer das Gefühl, man übersieht mich. Und Sie glauben, wenn die Leute nicht über Sie klatschen, dann würde man Sie nicht bemerken. Mensch! Sehen Sie? Jetzt wollen Sie wieder von sich reden machen. Können Sie sich nicht vorstellen, dass mir auch was peinlich ist? Die Annonce zum Beispiel. Ich habe Angst, dass er mich vergessen hat. Der Schiffer? Ja.
Sie kleiden sich anders, Sie tragen eine andere Frisur. Die Arbeit, die Ihnen Spaß macht, haben Sie aufgegeben. Für den würden Sie wahrscheinlich auf Krücken laufen. Was machst du denn hier? Guckst du mich denn nur an? Sag mal, wo sind die Briefe für Marquardt? Du hast sie seit einer Woche empfangen. Ich bin doch nicht verrückt, ich mach doch nicht wegen der ihre Liebesbriefe 20 du Minuten... Du Schlange! Die kriegst du morgen! Zieh die Jacke aus! Zieh die Jacke aus! Den Rock kannst du morgen abgeben. Ja, das mache ich auch. Die Lisa, die kaufe ich mir. Nein, nein. Lassen Sie mal. Ist schon besser so. Besser so? Da soll ich die Post vielleicht selbst austragen? Machen Sie Frau Bause zur Expedientin. Schicksal hat gesprochen. Da bin ich ein Hanswurst. Ich will höher kommen, höher kommen. Da sind wir Ihrer Worte, wie? Ich habe gedacht, die Arbeit im Büro würde mir Spaß machen. Sie verdienen doch mehr. Die Arbeit ist leichter. Seien Sie froh, wenn Zagel und Schneid sitzen Sie sicher am Schreibtisch, sind adrett gekleidet. Ich habe das alles nur meinem Mann zuliebe gemacht. Und ich habe gedacht, Sie hätten einen ungeheuren Drang nach Weiterentwicklung. Dabei haben Sie nur an diesen Mann gedacht. Bedeutet für Sie das Glück der Gesellschaft gar nichts? Doch, doch. Doch, ich will, dass alle glücklich sind. Aber ich will's auch sein. Vater, ich geh schon. Ja, hier, meine Mütze. Ach so. Du glaubst wohl nur, du allein erkennst den Schiffer am Motorengeräusch. Du, die verdammte Maschine, die kenne ich sogar im Schlaf. Und die Maschine kann ich nicht ausstehen. Und den Schiffer erst recht nicht. Und du rennst dem Kerl auch noch nach. Dann geh doch selbst. Ich wollte dir bloß einen Gefallen tun. Sperr mich doch ein, dann sehe ich ihn wenigstens nicht mehr. Ja, das hätte ich machen sollen. Aber du bist eine erwachsene Frau. Ich bin doch nicht dein Vormund mehr. Du wirst jetzt die Mütze nehmen und schotten gehen. Ich kann dich sowieso nicht halten. Dann mach doch, was du für richtig hältst. Tu ich auch. Wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Mir fehlt ja nichts. Ich habe meine Kinder, mein Zuhause, meine Arbeit. Ich habe schon gehört, bist ordentlich aufgestiegen. Hast sogar Leute unter dir. Bis gestern. Jetzt bin ich wieder mit der Postschwalbe unterwegs. Büroarbeit ist nichts für mich. Darauf kommt's vielleicht auch gar nicht an. Worauf kommt's denn an? Eva! Ja? Ich komme heute Nacht zu dir. Durchs Fenster, wie damals. Eva, sag doch was! Halt! Noch nicht ablegen! Wenn du kommen willst, dann durch die Tür! Und bring dein Federbett mit! Was hast du gesagt? Du sollst für immer kommen und durch die Tür. Weil der ist wirklich Pfeffer dahinter. Thank you.